Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den aktuellen DOZ News. Hier sind die wichtigsten Meldungen der vergangenen 7 Tage. In Österreich ist ein Reh illegal mit Pfeil und Bogen erlegt worden. Wie der ORF berichtet, verlor ein 48-jähriger Mann die Nerven, weil das Reh das Gemüse in seinem Garten äste. Laut Polizeisprecher griff er daraufhin zu Pfeil und Bogen und schoss. Das Stück verendete qualvoll auf dem Nachbargrundstück. Die Schweißfährte führte schließlich zum Haus des Verdächtigen. Der Mann wird wegen Tierquälerei und Eingriffs in fremdes Jagdrecht angezeigt. Ihm drohen bis zu 2 Jahren Haft. Ein 32-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Greifvogel nur knapp dem Tod entgangen. Der Kulmbacher war auf der A72 in Bayern unterwegs, als es zu dem gefährlichen Vogelschlag kam. Doch Glück im Unglück, der Mäusebusser durchbrach die Windschutzscheibe des VWs zwar auf der Fahrerseite, streifte den Kopf des Mannes aber nur leicht. Der Fahrer blieb unverletzt, der zerfetzte Bussard musste tot aus dem Kofferraum geborgen werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro. Bei Berlitzhausen in Bayern ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Jägern und einem Motocross-Fahrer gekommen. Ein Weidmann versuchte, den illegalen Fahrer zu stoppen und anzusprechen. Doch anstatt seine Personalien anzugeben, beleidigte er den Jäger und flüchtete. Hierbei beschädigte er auch dessen Fahrzeug. Auf seiner Flucht traf er dann auf einen 2. Jäger. Auch ihn beleidigte er und beschädigte dessen PKW. Die Grünröcke verständigten die Polizei. Die ermittelte den 23-jährigen Fahrer und traf ihn zu Hause an. Er muss sich laut Wochenblatt.de jetzt wegen mehrerer Straftaten verantworten. Im Wiesentgehege Springe in Niedersachsen hat sich ein weibliches Stück Rotwild ein neues Zuhause gesucht. Das Stück war aus dem Rotwildgatter ausgebrochen und flüchtete dann in Richtung der Wildpferde. Dort fühlt sich das Stück offensichtlich sehr wohl, denn es macht keine Anstalten, zu den Artgenossen zurückzukehren. Und zum Abschluss noch eine ganz interessante Statistik. 15% der Österreicher hatten schon Sex auf dem Hochsitz. Laut einer Umfrage des Online-Erotik-Shops Amorelie gehören Kanzeln zu den beliebten Orten für ein Schäferstündchen. Noch beliebter machen es die Österreicher in Autos und Pools. Wir machen es jetzt am Schreibtisch und gehen zurück an die Arbeit. Danke fürs Einschalten. Nächsten Mittwoch gibt es neue DOZ-News. Bis dahin, Weidmanns Heil. Wenn Ihnen auch dieses Video wieder gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns einen Daumen hoch geben würden. Wenn Sie immer am Ball bleiben wollen und wissen wollen, wenn ein neues Video im DOZ-Kanal hochgeladen wird, dann können Sie hier unter mir den DOZ-Kanal abonnieren.